Es fühlt sich an wie Kino vor 100 Jahren. Also oben auf der Leinwand läuft der Stummfilm, schwarz-weiß natürlich, und unten klimpert ein Klavier. Man denkt ja spontan, sowas will heute doch keiner mehr sehen, oder? Geschweige denn, findet sich noch einer, der die Musik zu so einem Film spielen will. Aber für Jens Schlichting aus Weinheim hat das eine ganz eigene Magie. Er improvisiert live zu alten Filmen und erweckt sie so auf seine ganz besondere Art und Weise wieder zum Leben. Ein Blick auf die Leinwand und aus Bildern wird Musik. Wenn ich spiele, dann bin ich in einem anderen Zustand. Also ich lasse etwas geschehen, was einfach geschehen will. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Kanal. Also dieses Bild geht in mich rein und irgendwas anderes kommt raus. Also man taucht schon in eine andere Welt ein. Man ist in einem anderen Zustand. Auf der Leinwand Stummfilmlegende Emil Jannings, im Schatten am Piano Jens Schlichting. Vorbereitung. Kinosäle haben keine gute Akustik, deswegen baut er die Holzverkleidung des Klaviers ab. Nach 20 Jahren als Stummfilmpianist weiß er das. Aber wie wird man überhaupt Stummfilmpianist? Das war so ein alter Traum, aber wenn man es noch nie gemacht hat, kann man ja auch nicht irgendwo hingehen und sagen, ich würde das gerne mal machen. Weil ich kann das oder ich glaube, dass ich das kann. Und sie hat mich gefragt, kannst du dir vorstellen, dass du das kannst? Da habe ich gesagt, ja, könnte schon sein, können wir mal probieren. Und so kam das dann. Auf seinen Auftritt kann er sich kaum vorbereiten. Er schaut sich die Filme zwar mehrfach an, aber die Musik entsteht live aus dem Augenblick. Selbst die Tickets sind handgemacht, nur für diesen Abend. Vor allem Liebhaber kaufen sie. Aber nicht nur. Ich weiß nichts über den Film. Es ist ein Stummfilm mit Live-Begleitung und das ist so ziemlich alles, was ich weiß. Also ich gehe jedes Jahr dorthin in den Stummfilm und freue ich mich immer, meinen ehemaligen Klavierlehrer zu sehen. Vorhang auf für den letzten Mann von Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Stummfilm-Klassiker. Seit der Uraufführung 1924 wird er immer wieder gezeigt. Aber Jens Schlichting sorgt dafür, dass diese Aufführung einzigartig wird. Das Besondere an improvisierter Musik ist, dass sie nicht wiederholbar ist und deswegen auch dem Zuhörer ein ganz besonderes Erleben bietet, weil man ganz deutlich spürt, das ist ein einzigartiger Moment, den ich jetzt erlebe. Und es gibt natürlich der Situation eine unheimliche Kraft. Der Film erzählt die Geschichte eines stolzen Hotelportiers, der wegen seines Alters seinen Beruf und seine Uniform verliert und damit auch sein Ansehen. Die sozialkritische Botschaft ist heute noch aktuell. Wenn der Ton weg ist, dann konzentriert man sich auf ganz andere Facetten von so einem Film. Just in diesem Moment, wo man das Gefühl hatte, es verändern sich die Tempi, kam dann auch das andere Klavierspiel. Also die Stimmung wurde unheimlich gut transportiert. Da ist auch der Musiker zufrieden. Mit einer Aufführung von Der dritte Mann, die es genau so nie wieder geben wird. Ja, wenn Sie Lust bekommen haben auf Stummfilme, so wie wir sie gerade gesehen haben, samt musikalischer Begleitung. Morgen beginnt in Karlsruhe das 16. Stummfilmfestival. Bis Sonntag werden dort noch weltbekannte und weniger bekannte Stummfilme gezeigt.